875 Kilometer mit dem Fahrrad einmal quer durch Deutschland. Das ist die Mission dieses Abenteuers, dem Deutschlandcross. Gemeinsam mit Basti sattel ich auf, um unser Heimatland auf eine besondere Art und Weise zu erleben. Platte Reifen, aggressive Gänse, krasse Anstiege, zerstörte Jacken und schneebedeckte Straßen stehen auf der Agenda. Doch lasst uns zunächst einen Blick auf die Karte werfen, was steht bevor. Auf den 875 Kilometern liegen 7 Bundesländer vor uns. Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und dann nochmal Bayern. Besondere Punkte sind dabei die Lüneburger Heide, der harte Anstieg hinauf zum Brocken, Städte wie Rothenburg ob der Tauber und Würzburg und schlussendlich auch Aussichtspunkte wie die Wasserkuppe. Euch erwartet hier eine Extended-Version dieses Abenteuers mit 30 Minuten unveröffentlichtem Material. Und jetzt seht ihr, wie wir in Hagen in die Züge steigen, uns entspannt zurücklehnen, nach Hamburg fahren und dann geht's auf die Räder und auf in Richtung Hafen. Los geht's! So Freunde, einmal Luft anhalten. Das hier wird hammerhart. Neuer Tag, großes Abenteuer. Es steht die schwerste Gravelbike-Tour unseres Lebens an. Wir starten hier an der Elbe in Hamburg. Das Meer kann man fast spüren und wollen enden unten in München auf dem Olympiaberg. Und wenn wir dort am Ende des Videos die Berge sehen, dann haben wir alles richtig gemacht. Übrigens wir, das sind Basti und ich. Stopp, stopp, stopp. Wer ist denn Bastian überhaupt? Eine lange Freundschaft verbindet uns beiden, vom Skifahren raus in die Natur, auf die Berge. Wir haben eine wilde Jugend miteinander verbracht, Partys gefeiert. Wir haben schlussendlich auch eine Firma gegründet und jetzt verbringen wir 7 Tage Deutschlandcross, genauso wie viele andere Abenteuer miteinander. Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, gerne mal auschecken. Und in den nächsten Tagen stehen uns 875 Kilometer und 6000 Höhenmeter bevor. Oh ja. Ob wir das schaffen, Basti? Ich weiß es nicht, ey, keine Ahnung. Wird das Wetter halten? April, der macht, was er will halt. Ja, und als letztes natürlich die Frage, Basti, wird es ein Abenteuer? Wollen wir nicht lange reden, aber 100%ig. Die Bikes sind geladen für 7 Tage bivakieren. Es gibt keine Hotels, keine warmen Betten. Wir werden 7 Tage lang unter freiem Himmel schlafen. Das Ding hier hat keinen doppelten Boden. Wir sind komplett auf uns allein gestellt. Kein Begleitfahrzeug, Basti. Keine weiteren Leute. Das heißt, ja, ob wir es schaffen, seht ihr in diesem Video. Und wenn wir es nicht schaffen, seht ihr es genauso. Jetzt geht's los. Wir fahren unter der Elbe durch, durch den Elbtunnel. Das ist das Erste, was ihr jetzt seht. Und dann auf in die Lüneburger Heide. Hast du Bock? Ja, sicher. Hoffentlich bleiben wir trocken im Tunnel. Dann los geht's. Geht's. Auf los geht's los. Wow, richtig starker Moment hier. Geiler Abfahrtsort, super Wetter, so kann's bleiben. Jetzt suchen wir uns mal den Tunnel. Stark, gell? Wahnsinn. Auf geht's nach München. Einfach so dahingesagt, jetzt geht's nach München und ich sag euch, diese Sekunde war so stark, durch den Elbtunnel zu rollen, zu wissen, dass es jetzt endlich losgeht auf den Deutschlandcross. Jetzt kommen wir langsam raus aus dem Stadtlärm, weg von den ganzen Containern, sind auf dem Weg nach Harburg, was ja immer noch zu Hamburg gehört, aber es ist schon ein bisschen ruhiger hier. Die große Frage, die wir beide immer bekommen ist, warum machen wir das überhaupt? Weiß ich manchmal auch nicht so richtig. Ja, wir haben uns schon immer große Ziele gesteckt, zumindest versucht. Damals war es der Alpencross von München bis zum Gardasee. Das Video ist auch... Das war krass. Ja, das war wirklich auch mit einigen Ereignissen bespickt. Letztes Jahr dann der Chiemgau King, wo Basti begleitet hat auf dem E-Bike. Auch ein super cooles Video, könnt ihr auch mal reinschauen. Die härteste Mountainbike-Tour Deutschlands. Und ja, das Leben besteht auch daraus, dass man sich immer mal wieder spannende Ziele setzt und sie bestmöglich versucht zu erreichen. Das machen wir auch hiermit wieder und ich freue mich auf die Tage, Meister. Ja, es wird mega. Übrigens, wenn ihr Basti noch nicht kennt, der Kanal ist hier verlinkt und auch unten in der Beschreibung. Also, der Bursche macht auch sehr, sehr coole Sachen. Du rollst du durch Hamburg Straßen mit einem absoluten Porsche, weißt du das eigentlich? Spüren wir die frische Luft. Letzten Meter zur Lüneburger Heide. Es
soll mega schön sein und ich glaube, wir haben das perfekte Wetter dafür. Schäfchen. Kommen wir langsam an in der Lüneburger Heide, noch an der Straße, gleich aber mal auf das gravelige Gelände. Jetzt sind wir in der Lüneburger Heide angekommen, auf sandigem Gelände. Das Problem hier ist tatsächlich, hier ist befestigt, wie ihr seht, aber hier in der Mitte nahezu unfahrbar. Die Heide ist natürlich auf sandigem Boden, aber schaut euch das an. Mega jetzt in der Natur zu sein. Und kurz ein paar Key Facts zur Tour, also wenn euch interessiert, wie genau die Route verläuft. Unten in der Beschreibung ist die komplette Komoot Collection. Wir kooperieren auf der Reise auch mit Komoot, also checkt es aus, richtig cool aufbereitet. Und das Zweite, was vielleicht interessant für euch ist, ist das Equipment am Fahrrad. Das Video dazu ist hier oben rechts verlinkt. Wie geht's dir jetzt abseits der Straßen? Soweit ganz gut. Das hier mit dem Sand ist ein bisschen slippery, aber wenn man seinen Weg gefunden hat, rollt das Bike auch durch. Du navigierst ja gerade. Ja. Dafür hast du den Wahoo zum allerersten Mal am Start. Genau, und? Richtig. Bis jetzt sehr nice, muss ich sagen. Super einfach zu bedienen. Du hast ja die Route auf Komoot zusammengestellt, mir dann freigegeben. Ich konnte das direkt von Komoot auf die App, auf das Gerät ziehen und ja. Man sieht es gut hier, wenn man fährt. Jetzt gerade siehst du nur Fahrer, der pöbelt halt, wenn du anhältst. Ja, total. Aber ansonsten läuft das optimal. Ja, vorher hatten wir immer alles hier mit SP Connect und unseren Handys am Lenker festgemacht. Klappt auch reibungslos. Problem ist nur der Akku des Handys. Der ist nämlich super schnell leer, wenn man das Display anlässt. Und das ist eben bei diesen Fahrradcomputern der entscheidende Vorteil. Richtig. Gut. Unglaublich starke Landschaft hier, die Heide an sich, breites Gelände, du kannst hin und wieder wirklich sehr weit schauen, dann aber auch sehr eng, bisschen Sand, bisschen Wasser, mega schön, jetzt zurück in der Natur zu sein. Und da ist der erste Platte. Badaboom. Badaboom, badabang. Reifen Dr. Basti am Start. Was sagen Sie, schwere Operation oder? Ei. Tot. Der Tod? Müssen wir amputieren. Oh. Das geht nicht. Oh. Amputieren, neu einsetzen, dann läuft das wieder. Also mein Vorschlag, wir bauen uns einfach aus Holz eine neue Felge und einfach ein neues Rad. Einfach dann auf so einem Holzrad. Ja. Bis in München. Danach kannst du nie wieder gehen. Jetzt haben wir gut lachen, ey. Jetzt hatten wir noch genug Ersatzschläuche, alles gut. Jetzt müssen wir erstmal beim nächsten Fahrradgeschäft den nächsten einkaufen. Und jetzt freudiges Bizeps-Pumpen. Das war heute noch nicht so oft gemacht. Ah, guck mal hier. Das geht eher in den Trizeps, sehe ich. Geschafft. Thank you.
Basti, ich kann mir nicht vorstellen, dass morgen am Brocken Schnee liegt auf der ersten Bergetappe. Ist gerade sehr komisch, sich vorzustellen, ja. Also soll noch Schnee liegen. Morgen werden wir mehr wissen. Das haben wir jetzt echt nicht erwartet, am ersten Tag direkt zwei Platte zu fahren. Der ganze Alpencross von München bis zum Gardasee, keinen einzigen. Jetzt hier sind wir über Steinboden gefahren. Die Steine waren spitz wie Messer. Und hier nix. Ja, also, es kann echt nicht wahr sein. Gut, jetzt müssen wir hier Loch suchen, Patch drauf, weil da geht die Fahrt. Sieht gut aus, ne? So, Stehlampe ist angelegt, wenn auch ein bisschen bescheuert. Wir hätten nicht gedacht, dass es heute so spät wird. Liegt an den verschiedenen Events, die passiert sind. Jetzt hier sind wir völlig begeistert. Wir rollen noch so durch die Heide, aber die schon bewirtschaftete Heide. Und es ist nichts los. Es ist gar nicht. Seltenst ein Auto, kaum Menschen. Also krasses Kontrastprogramm zu Hamburg gerade eben. Letzten Meter und dann schlagen wir unser erstes Camp auf. Wir sind jetzt angekommen, unser erster Nightover, und wir schlagen jetzt unser Camp auf. Wir bivakieren auf Privatgrundstücken. Das ist auf einer Website gesucht worden, und zwar One Night Tent. Findet ihr unten in der Beschreibung. Wir bauen jetzt mal auf und dann kommt die allererste Nacht. Die beiden liegen auch schon bereit. Basti testet die Modi seiner Stirnlampe aus. Zeig mal kurz einmal das Tarp, Basti, was wir aufgebaut haben. Und da machen wir jetzt noch gleich ein bisschen Futter. Das ist das erste Camp. Die Nacht sieht richtig gut aus. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall durchstehen. Wir werden morgen berichten. Gute Nacht euch. War ein spannender erster Tag. Und hat Lust und Laune gemacht, von Hamburg dann in die pure Natur zu radeln. Und jetzt morgen geht's dann an den Fuße von unserer ersten großen Bergetappe. Vom Brocken. So, die erste Nachtruhe beginnt. Basti ist schon im Kokon. Wie Wackelsack. Ich bin gespannt, was du berichten wirst. Und ich schlüpfe jetzt hier in den Orbit. Ich habe ja. Auf jeden Fall kann ich richtig warm. Ich kann nicht schwitzen an. Nicht zu warm. Das ist gut. Basti ist richtig warm. Ich habe ja im Equipment-Video gesagt, dass ich mir einen neuen Schlafsack hole. Aber dem ist nicht so. Der hat nicht reingepasst, der neue, den ich mir geholt habe, in die Arschrakete. Deswegen ist es jetzt hier bei diesem Schlafsack geblieben. Und sollte aber für die Nächte jetzt gerade auch passen. Okay. Dann Einstieg und gute Nacht. Die erste Nacht ist vorüber. Es war schon kalt, aber es war nicht zu kalt, würde ich zusammenfassen. Easy. Wie erging es dir? Mir ging es soweit gut. Ich hatte das ja in dem Biwaksack drin, deswegen war mir sogar überhaupt nicht kalt. Ja. Aber jetzt gerade so ein bisschen Feuchtigkeit überall. Ich bin gespannt, wie es dann heute Abend wird. Ja, so absoluter Tau. Es ist ja auch 2 Grad gewesen, hohe Luftfeuchtigkeit. Jetzt haben wir alles zusammengepackt, ging auch gut wieder rein. Und die Tipps von der Generalprobe habe ich beherzigt. Zum Beispiel die Daune mit in den Schlafsack genommen. Und dann werden die nächsten Nächte sicherlich auch gut. Wir starten jetzt hier in Neuenkirchen und heute geht's raus bis nach Ilsenburg, kurz vor den Brocken, wo morgen die große Bergetappe ansteht. Also jetzt erstmal reinrollen, warm werden, Kaffee an der Bäckerei ziehen und auf aufs Bike. Wobei wir wohl noch ein Problemkind haben, und das ist der Kollege hier. Den haben wir gestern 2-mal geflickt und trotzdem Luft raus. Lass mal schauen. Wir rollen, es ist 9:15. Eigentlich wollten wir schon um 7 Uhr losfahren. Aber da lag es dann tatsächlich auch daran, dass heute Morgen noch irgendwie erste Mal zusammenpacken und erste Mal organisieren. Jetzt ist die erste Aufgabe, zu einem Fahrradshop zu fahren. Auf den Kaffee und das Brötchen am Morgen verzichten wir. Wir fahren nach Soltau.
vielleicht für einige von euch bekannt durch den Heidepark, der dort ist. Und da geht es jetzt in Fahrradgeschäft, dann versuchen wir erstmal neue Schläuche zu organisieren. Und heute ist die Zeit gegen uns, aber das Wetter wieder für uns. Wir haben mega Glück. Es ist zwar 2 Grad gewesen in der Nacht, aber jetzt so langsam wird es wieder wärmer. Auf geht's nach Soltau, Basti, oder? Vollgas. Full Force voraus, 8000 Watt, immer kleines Blatt. Weiter geht's. Die heutige Route führt uns durch Braunschweig, Celle und vor allen Dingen jetzt erstmal durch Soltau. Und da sind wir jetzt. In der Hoffnung, dass es hier eine gute Bäckerei gibt, hey? Ja, Bock, ey, Kaffee. Nice. Ja, Soltau kann auf jeden Fall was hier. Nur eine Bäckerei finden wir noch nicht. Da, Brotmeisterei. Ha, Futter am Morgen. Also du kriegst zweimal das Kernige. Haha. Optimal. Weil das Frühstück hier in Soltau jetzt so schön war, saßen wir ein bisschen länger und jetzt erhoffen wir uns hier gerade die Lösung von Bastis Reifenproblem, Fahrradsport Schulz. Es dauert auf jeden Fall etwas und wir holen uns dann natürlich neue Schläuche und so weiter. Das ist echt die Probleme bei den Ventillängen und die Lieferschwierigkeiten aktuell durch Corona, dass die eventuell keinen Schlauch für uns haben. Oh. Also das vermasselt auf jeden Fall heute ein bisschen den harten Tagesplan. Ich sag euch, also dieser Morgen und diese Tortur mit dem Reifen, das war wirklich nervenaufreibend. Vor allen Dingen, weil es Zeit gekostet hat, bis wir dann tatsächlich eine Lösung gefunden haben für Basti. Und ich hatte schon zwischenzeitlich das Gefühl, dass wir diesen Tag entweder skippen müssen, also pausieren müssen, oder tatsächlich den Cross an der Stelle verschieben müssen. Aber es hat dann ja doch noch geklappt und als dann der Reifen da war, waren wir beide so mega froh. Und ich glaube, Basti fährt bis heute mit seinem zweiten andersfarbigen Mantel durch die Gegend und es funktioniert. Die Lösung ist vermeintlich da. Ein neuer Mantel wurde aufgezogen, ein neuer Schlauch ist drin. Sieht nicht ganz so fesch aus wie der vorne, aber das ist uns gerade sowas von egal. 3 Platte in kurzer Zeit. Beim Alpencross hatten wir keinen einzigen. Jetzt hoffen wir, dass wir vorankommen, denn langsam drückt auch die Uhr. Wir haben 10.47 Uhr. Wir wollten heute 170 Kilometer reißen. Ach, Mensch, jetzt muss ein 30er Schnitt her. Jetzt haben wir uns ordentlich versorgt. Herr Brutzer, was sagen Sie? Zuversichtlich? Ja, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Eigentlich könnten wir auch mit dem Fahrrad weiterfahren. Ja. So, wir sind wieder richtig am Treten und bis Celle werden jetzt erstmal Meter gemacht. Eigentlich haben wir hier auf der Route ein bisschen einen Abzweig geplant. Den könnt ihr bei Komoot in unserer Beschreibung auch lesen. Aber wir werden jetzt hier keinen Abstecher machen, weil wir einfach Meter machen müssen. Das Ganze sieht jetzt für 45 Kilometer genau so aus. Bergen. Hört sich an wie Berge, aber ist gar nicht bergig, Basti. Sieht überhaupt nicht bergig aus, das ist richtig. Aber guck mal, ein Foto oder eine Werbung für Mannerschnitten. Das erinnert auch an die Alpen. Nice. Damit haben wir Celle erreicht. Ein Drittel unserer Tour für heute ist grob geschafft. Jetzt geht es erstmal was zu futtern. Mittagessen. Schaut euch das hier mal an. Wunderschöne Altstadt hier, in der wir uns jetzt was Feines zu essen suchen. Da sind die Geräte, gerade wieder gerollt wie die Besten hier. Guck mal, Alter, wo wir drin stehen. Wir stehen vor den Scherben. Oh nein, ey. Jetzt fängt das hier schon wieder an. Das ganze Spiegel zerbrochen hier. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier erstmal Bowls. Haben wir uns gerade richtig gut was machen lassen. Gut für die Proteine, für die Fette, für die Kohlenhydrate, damit wir heute weiter treten können. Bitte auf den Füller. Wir haben jetzt exakt 60 auf der Uhr. Ja, ist jetzt ein Drittel. Und nochmal 120.
wird. Gleich nach zwei Espressi. Easy. Jawohl, Bank ist safe. Ja, wohl was, oder? So Mittagessen, perfekt. Serviert wird heute zu diesem Gebäude eine Bowl mit Beyond Meat. Sieht aus wie Fleisch, ist kein Fleisch. Tofu, Reis, Avocado. Alles am Start, was wir brauchen, um unsere müden Beine wieder fit zu kriegen. Hammer. Schöne Stadt, hatte ich gar nicht am Schirm. Unendliche Weiten, kein Auto mehr in Sicht, asphaltiertes Gelände, damit wir die 170 heute voll machen. Und wenn ich hier drücke, dann kommt Noss. Also, seid ihr bereit? Basti, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin am Becken. Ja, ist okay. Schon mal Kaffee warm machen. Jetzt gleich ist die erste 100 Kilometer Tour dieses Jahres fällig und es sollen noch 70 weitere werden. Man merkt langsam den Po, zumindest geht es mir so. Basti hat auch schon seine ersten kleinen Spürungen. Kleine Wehwehchen, ja. Und die Beine werden schwer, der Pace ist nicht mehr bei 30, eher bei 25, vielleicht sogar drunter. Ja, und da ist er, der 100er mit einem 26,3er Schnitt, das ist noch okay. Ja, auf nach Braunschweig, Koffein tanken, einkaufen. Und dann noch mal aufs Rad, ey, man kann es gar nicht fassen. 170 Kilometer ist schon echt eine Nummer. Typischer kurzer Stopp hier am Rewe. Einmal einkaufen. Wir machen hier vorne immer die Tasche voll mit Futter, eine Tasche und ja, die Speisen sind ganz einfach, so ein bisschen Bulgur oder Nudeln, also Kohlenhydrate mit ein bisschen Gemüse in der Soße und dann wird noch Wasser an der Bäckerei geholt. So, jetzt rollen wir langsam in Brunswick ein, Braunschweig. Wir werden aber die Innenstadt meiden, erstens, weil viel zu viele Ampeln und viel Stop and Go und zweitens, weil wir eigentlich ganz gut versorgt sind und Celle jetzt als Stadt interessanter für uns war als Braunschweig. Tut uns leid an der Stelle an alle Braunschweiger. Wir kommen sicherlich mal wieder. Und jetzt fahren wir außen rum und dann geht es immer mehr Richtung Harz. Und zwar morgen die große Bergetappe. Wir wollen an den Fuße des Brocken heute. Das ist das Ziel. Ilsenburg. Gut. Was ist das denn? Ein Pelz auf der Straße gefunden oder drüber gefahren? Eben am Limit, Alter. Jo, die Jacke ist... Im Arsch ist die Jacke. Die ist komplett hinüber jetzt. Oder so. Ja, sag mal so, ne? So. Was trägt man so in Braunschweig? Was trägt man so? Wir sind in Wolfenbüttel angekommen. Kleine Suggestivfrage an euch. Welches Prachtexemplar deutscher Exporte kommt hierher? Ja, jeder von euch hatte schon Berührungspunkte. Das wissen wir ganz genau. Eindruck von Wolfenbüttel, optimal. Aber was ist bei Sonne nicht schön, ne? Braunschweig.
So langsam kommen wir von Moin zu Hallo und weg von Backsteinhäusern hin zu mehr Fachwerk und auch hier beliebt Dachpfannen an der Hausfassade. Kann man auch mal machen, ne? Und bald, ganz am Ende der Tour, kommen wir dann zum Servus. So langsam gehen die Körner aus, aber auch da hinten in der Ferne, zeige ich gerade mal mit dem Finger drauf, da ist der Brocken zu sehen. Und die große Antenne des Brockens, das ist unser morgiger Endgegner, die erste große Bergetappe. Das ist der höchste Berg Norddeutschlands und den wollen wir morgen bezwingen. Soll noch ein bisschen Schnee drauflegen sogar. Das schauen wir uns dann an. Hoffentlich kommen wir überhaupt drüber, Basti. Ah, das schauen wir schon. Da hinten ist er. Basti, da holen wir beide uns morgen das gelbe Trikot. Jetzt sind wir durch eine verdammt schöne Gegend gefahren, also leere Straßen, sehr viele Rennradfahrer, die uns bei dem Wetter begegnet sind. Richtig schön, alles blüht auch, der April ist da und wir fahren jetzt raus nach Ilsenburg. Da oben liegt da der Brocken, leicht schneebedeckt, aber ich denke, das lässt sich regeln. Wir sind mit den Fahrrädern schon durch Schlimmeres gefahren. Und wo wir jetzt genau hinfahren, ist auch wieder ein Privatgrundstück, dürfen wir euch aber nicht verraten, weil die Person möchte nicht, dass wir das zeigen. So haben wir einige, die das nicht möchten. Das ist aber auch völlig verständlich und okay. Das heißt, wir sehen uns maximal im Detail oder im Tent wieder. Zweite Nacht steht an. Temperaturen wahrscheinlich wieder um die 2 Grad. Wir haben uns hier jetzt alles eingerichtet und ich freue mich auf die Nacht. Mal gucken, wie es morgen wird. Ein neuer Morgen bricht an. Wieder findet ihr uns hier beim Netto mit Bäckerei. Und ja, Basti sieht auch ein bisschen zerstört schon aus nach den Tagen. Ja. Wie geht's dir denn nach der Nacht? Oh, ja. Soweit ganz gut. Ich merke die Beine ein bisschen von gestern, muss ich sagen. Sind nicht mehr ganz so leicht. Ja, das stimmt. Jetzt wird hier erstmal gefuttert noch, ein Käffchen kommt rein. Wir sind natürlich auch immer abhängig von den Wasserhähnen. Das heißt, wir haben uns gerade noch mal Wasser geholt und haben gefragt, ob wir die Steckdose für die Kamera einmal anstecken können. Aber keiner ist flexibel. Die Bäckerei darf es nicht, Netto auch nicht. Also kein Strom für uns hier. Wir hoffen mal, dass die Kamera noch läuft, bis wir dann die nächste Steckdose finden. Wir brauchen ja heute Energie für die große Bergetappe. Und eigentlich wäre da Harzer Käse perfekt gewesen. Ja, richtig, richtig krasse Proteinschleuder. Aber danach stinkt man auch so, dass wir wahrscheinlich uns nicht mehr gegenseitig ertragen können. Deswegen kein Harzer Käse. Wieder ein sehr schöner Morgen, hier das Tal der Ilse, das ist der Fluss, der diesem Ort den Namen gegeben hat und natürlich das Schloss, die Burg, die ganz oben liegt, an der wir gerade eben vorbeigefahren sind. Und wir fahren jetzt hier entlang des Weges hinauf. Jetzt tauchen wir wirklich ein in den Nationalpark Harz. Sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich war noch nie hier. Das sieht jetzt hier alles easy aus, aber ich sag euch, am frühen Morgen mit dem Gepäck den Brocken hoch, das war echt ein hartes Stück. Und wir hatten uns ja da nicht nur viele Höhenmeter in den Tag gepackt, sondern auch viele Kilometer. Und in Summe wurde das dann ein richtig später Tag, weil wir hier etwas länger hochgebraucht haben. Dann kam oben noch der Schnee, den werdet ihr auch noch gleich sehen. Aber ja, am frühen Morgen hier echt richtig schwer. Jetzt kommen die ersten richtig harten und böse erkämpften Höhenmeter auf unserer Tour. Das geht
in die Oberschenkel. Das verlangt was von der Lunge ab. Zum Glück ist es an der Stelle nicht zu warm. Und wir haben im April natürlich gutes Wetter für diese Anstiege. Jetzt merkt man, der Brocken ist wirklich ein harter Brocken. Dann sind wir oben. Da sieht man den großen Sendemast. Hier sind wir erstmal an den Ilsenfällen angekommen. Super schön. Basti, was sagen die Beine? Die rennen. Wie Feuer. Würdest du da gerne mal reinspringen? Hätte ich echt Bock drauf. Leider ist auch der Nationalpark Harz, genauso wie unsere Heimat Sauerland als Mittelgebirge, vom Borkenkäfer sehr stark betroffen. Das heißt, ganze Waldgebiete sind leider weg. Bei uns in der Heimat ist auch richtig übel, Basti. Ne? Du hast ja ein Video gemacht im Sauerland zum Fahren, Mountainbiken. Ja. Das ist jetzt mal hier oben rechts verlinkt und da sah es genauso aus. Ne? Genauso. Es ist einfach super schade und es ist auch super viel abgeholzt schon. Deswegen kann man allgemein, wenn es ein bisschen regnet, hat auch noch kaum noch die Wälder betreten. Du sinkst in Quacker ein. Das ist schlimm. Ja. Mega schade, da muss, habe ich mir von einem Förster sagen lassen, der Mischwald her. Aber ja, bin da auch nicht so tief in der Szene. Das merkt man schon, wenn man jetzt die Höhenmeter mit so einem 3-24 Kilogramm schweren Bike macht. Mit komplettem Gewicht. Da wird einem mal ordentlich warm. Ich habe ausgezogen die Beinlinge und die Gore-Jacke. Und es geht steil bergauf. Meine Güte. Puh. Wer sein Radl liebt, der schiebt. Okay, das hat einarmig nicht geklappt. Auf dem Weg hoch jetzt die ersten Schneefelder hier auf ca. 950 Höhenmeter, die wir kreuzen werden. Und Leute, wir haben das Skitouren-Equipment nicht dabei. Natürlich bitter. Versuche ich mich mal hier noch durchzuschlängeln. Ich glaube mit Schwung. Oh. Gerade so. Oh. Gerade so. Genau, stimmt's ja auch. Jetzt sind wir jetzt und hier richtig schön Asphalt. Die letzten Meter auf Asphalt auf dem Brocken. Ihr seht es, Leute, Marius ist fertig. Ich ziehe vorbei, rechts. Hier führt auch eine Lokomotive auf den Brocken hinauf. Aber die eigentliche Lokomotive, die kommt da. Guckt sie euch an. Die letzten 50 Höhenmeter. Geht rein. Brocken mache ich gerade fertig. Hier würde jetzt die Bahn ankommen, aber darauf haben wir natürlich bewusst verzichtet. Wir haben uns diesen Berg erkämpft. Es ist der höchste Berg Norddeutschlands. Es ist der Höhepunkt unserer Tour. Das ist so hoch wie hier kommen wir nicht. Nochmal 1140 Meter. Und Bergetappe 1, Basti. Dann. Geil bezwungen. Nice. Jetzt erwartet euch erstmal ein richtig starker Ausblick. Platz genommen hier oben und ein bisschen Information. Das, was ihr hier seht, ist die große Sendestation des Brocken, sehr markant. Und damals zu Zeiten der DDR auch die größte Abhörstation der DDR, um die BRD fast 80% des gesamten Gebietes abzuhören und Informationen zu erlangen. Tschüss Brocken, jetzt hatten wir gerade noch ein tolles Gespräch. Auf der Tour kommt man immer wieder in Kontakt mit spannenden Menschen. Und da sieht man nochmal, wo wir hergekommen sind. Hoch aus dem Norden. Hamburg muss da ganz hinten am Horizont liegen. Wir regeln es jetzt mit der Route und dann geht's runter, grob Richtung Eschwege heute.
Jetzt sind wir hier nochmal so richtig im Schnee angekommen und können nicht ganz über das Feld fahren, sondern die Bikes drüber schieben. Da geht's aber gleich wieder weiter. Ja, das hier hält uns jetzt ein bisschen auf, was unsere heutige Pace angeht. Eigentlich wollten wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit bergunter machen. 120 Kilometer heute auf der Uhr. Oh. Kein Mauli. Der Zug rollt wieder, Windjacke ist an, es kann losgehen. Es ist immer ernüchternd, wie lange man braucht, um hochzufahren auf den harten Brocken. Und jetzt, wie schnell man wieder unten ist. Wir verlassen jetzt den Nationalpark Harz. Es war sehr schön, ein ganz starker landschaftlicher Ort auf unserer Route durch Deutschland. Und jetzt heißt es wieder Kilometer machen. So, jetzt das erste Mal, dass uns richtig der Wind Probleme macht. Diese Kilometer sind so schwer gerade. Oh, es bläst und bläst. Herzlich willkommen in Herzberg am Harz. Hier müssen wir uns jetzt was zu essen suchen. Wir sind ordentlich unterversorgt gerade. Hier ist unsere Essensquelle für heute, Mr. Misto. Wir haben richtig geordert. Das brauchen wir jetzt auch, ne? Ja. Ja, die Kilometer sind richtig schwer gefallen und vor allen Dingen die Höhenmeter. Aber ich glaube, wir haben jetzt 3/4 der Höhenmeter gepackt und knapp die Hälfte der Kilometer für heute. 120 stehen heute auf der Uhr. Ich habe auf jeden Fall heute Bad Hair Day, wenn ich das so da hinten im Spiegel mache. Vorspeise, große Salatportion, Bruschetta. Gleich kommen noch Nudeln, Kohlenhydrate. Auf geht's. Bam. Habt ihr das Nummernschild gesehen von hier? Das ist unser heutiger Zustand. Oha! 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 Jetzt geht's raus Richtung Duderstadt nach unserer Mittagspause. Das Land hier ist nicht mehr so flach wie rund um Hamburg, aber auch nicht so ganz bergig. Also ein paar kleine Hügel liegen uns noch bevor, aber wir sind guter Dinge, dass die Fahrt es heute aushalten. Heute schon wieder 8 Stunden am Rad und es sind noch 5 oder so, die kommen. Also die Po-Muskulatur macht da einiges mit und auch die anderen Stellen des Körpers. Jetzt rollen wir durch ein paar echt schöne Orte. Wir waren gerade auch in Duderstadt, sind kurz durch die Altstadt gerollt. Und das erste Mal auf der Tour zieht das Wetter leicht zu. Sieht aber nicht nach Regen aus, sondern eher einfach bewölkt. Wir haben einfach aktuell ein super Glück für den April. Bisher. Mal schauen, was noch kommt. Und jetzt geht es raus Richtung Böseckendorf. Es gibt ganz viele böse Ecken dort, Basti. Also gut aufpassen.
zweiten Brocken. Ja, heute eine kleine zweite Bergetappe, die hier richtig böse aussieht. Hat so ein bisschen was vom Goriloch, der Hund. Hier. Oh. Jetzt nochmal eine richtig harte Bergetappe. Und ja, jetzt haben wir 90 Kilometer erreicht. 90 war so ein kleines Etappenziel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn ihr so lange Touren habt, aufstückeln tut einfach gut. Und 30er Kilometerstücke tun mir gerade im Kopf ganz gut. Ich glaube, da passt es auch bei dir. Und 30 Kilometer sind immer so 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, welche Pace wir fahren können. Jetzt hier nochmal was reinessen. Da müssen wir uns dringend einen Supermarkt essen, weil es ist jetzt auch schon wieder 18 Uhr und wir haben noch 30 Kilometer zu fahren. Bis späte Nacht und dann später Abend. Sieht fast aus wie ein Heiligenschein und wir fahren jetzt nach Heiligenstadt. Passt also perfekt, zwei Heilige bei Heiligenscheinwetter. In Heiligenstadt zum Einkaufen im Supermarkt. Dass der heutige Tag lang wird, das war uns bewusst, aber so lang nicht. Es liegt wahrscheinlich an den Höhenmetern. Jetzt habe ich hier Licht provisorisch angelegt. Zack, einmal hier vorne die Stirnlampe und hinten. Oh, es ist so richtig, man will nicht mehr, ja. Aber wir lernen Deutschland von der anderen Seite kennen und dafür lohnt es sich, reinzutreten. Oh, ich habe gar keinen Bock mehr. Puh, das war ein Punkt auf der Tour, wo wir beide gemerkt haben, dass es sehr, sehr schwer fällt. Es war dunkel, es war ein langer Tag, wir hatten nicht ausreichend Licht am Start und wir wollten einfach ankommen und es hat sich gezogen, gezogen, gezogen. Es war echt ein Punkt, wo ich gedacht habe, was tun wir uns hier eigentlich an? Wollen wir das noch bis zum Ende bringen? So langsam ist das heutige Ziel in Sicht. Frankershausen, 2 Kilometer. Jawohl. Jawohl, Basti. Einrollen in Frankershausen, wie eine Fata Morgana. Wir freuen uns gerade krass. Abendessen in der Scheune. Hat auch was Romantisches. Richtig feines. Hier bei Tranja Kocher Licht. Genau. Bulgur mit vegetarischer Bolognese. Gemüse, Brot. Also beschweren können wir uns nicht. Nein. Alles, was braucht. Da vorne der Hahn ruft uns gerade aus dem Tarp hinaus. Es ist 8.07 Uhr, 23.30 Uhr waren wir im Bett. Man braucht irgendwie ein bisschen längeren Schlaf, aber erholsam war es trotzdem heute Nacht. 1 Grad, jetzt gerade ist auch schon eher kalt. Die Füße sind kalt, aber der Oberkörper mit der Daune, dem Schlafsack, das ist wirklich optimal. Ja, dann rollen wir gleich all das hier wieder aus unserem Schlafgemach. Packen alles zusammen auf den Drahtesel, der gute Dienste tut. Und dann geht's heute weiter nach Bischofsheim in der Rhön. Ich bin sehr gespannt. Die Rhön als Nationalpark, da war ich auch noch nie. Und es wird sicherlich auch wieder eine schöne Tour. Auf geht's in den Tag. Wir rollen wieder. Heute Morgen ist echt ein bisschen frischer. Basti noch in der Daune verpackt. Ich habe jetzt mal die Gore bis oben unter den Helm hochgezogen. Die Fahrräder sind wieder komplett gesattelt. Und jetzt suchen wir uns eine Bäckerei, um erstmal lecker zu frühstücken.
wurde wieder ordentlich beim Bäcker eingekauft. Käffchen, Banane, Aufstrich, ein paar Tomaten, Smoothie. Gut versorgt, Basti. Ja, sicher. Ich hab sogar schon manches Brötchen. Echt jetzt? Ja. Bah! Direkt am Morgen. Ja, auf nüchtern Magen. Oh. Und wir rollen wieder. Wohlgenährt, gut gestärkt. Wir waren gerade noch kurz bei der Apotheke, bisschen was für die Pollenallergie holen, die ist dann doch schlimmer rausgekommen, als ich gedacht habe. Das Wetter beschert uns auch am vierten Tag einen, ich würde fast sagen, Traumtag wieder. Ein bisschen kälterer Wind, aber alles in allem. Hey, Sonne, optimal. Das sind noch nicht die Hindernisse. Ein Hindernis kommt jedoch heute noch und das ist die schon am Brocken erwähnte Wasserkuppe. Ist auf jeden Fall nochmal ein richtiger Höhenmeter-Kill am Ende unserer heutigen Tour. Die Beine sind ein bisschen müde. Mal schauen, ob wir die packen. Wasserkuppe, wir kommen. Das ist der Monte Cali, kannten wir auch noch nicht. Ist ein Riesenhaufen aus einem Bergwerk entstehend, 530 Meter über NN. Und hier sind wir gerade in der Cali-Region Werra, also Salzregion. Dieser Haufen ist aufgrund der Bergwerke entstanden und ist heute eine Touristenattraktion. Sieht auch ziemlich besonders aus, Basti, oder? Krass aus. Fast wie so ein Vulkan. Ja, einfach, als würde es da nicht hingehören. Die perfekte Skipiste vielleicht. Mit Geyser sind wir jetzt langsam aber sicher in der Rhön angekommen. Neue Gegend, die wir in Deutschland erkunden werden. Nationalpark auch. War ich noch nie. Sieht sehr vielversprechend aus. Ich glaube, die Gravelbikes sind hier aber absolut unangebracht. Eigentlich müssen wir jetzt auf Rhönrad umsteigen, Basti. Schon mal Rhönrad gefahren? Nee, nie. Also ich glaube, das wäre auch nicht so vorteilhaft, wenn wir gleich von der Wasserkuppe mit den Dingern herunterfahren würden. Aber jetzt steht gleich erstmal die Bergetappe an. Noch 600 Höhenmeter. Bis hoch auf den höchsten Punkt heute, die Wasserkuppe. So, wir sind schon mal 425 Meter über normalen Null und was ihr hier auch seht, ist, wir bewegen uns entlang des Iron Curtain Trails Eurovelo 13. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, wo wir einen Teil des Eisernen Vorhangs gefahren sind. Sehr, sehr schöne Fahrradstrecke. Das Video ist jetzt hier oben rechts verlinkt. Hier geht es entlang die letzten flacheren Höhenmeter, bevor es dann an den Start der Wasserkuppe geht. Die Rhön
Biosphärenreservat. Und super nett, wir haben hier gerade erstmal noch einen kleinen Kaffee bekommen bei Maltesers, die uns geholfen haben mit Wasser und einer kleinen Portion Koffein für die letzten 400 Höhenmeter. Sauer, Basti! Go, 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 go! Schweißtropf von der Stirn. Eine brutale Etappe heute wieder. Aber wir sind so langsam am Gipfel angekommen. So langsam erreichen wir hier oben den Gipfel und wie ihr schon hinter mir seht, einige Segelflieger, denn hier oben ist auch ein Flugplatz. Ein sehr beliebter Ort, um Segelfliegen zu gehen, aber auch um Paragliden zu gehen hier oben. Da schöne Winde gehen und eine ganz tolle Aussicht ist. Und wie ihr gesehen habt, über die Bundesstraße das Ganze super leicht zu erreichen. Wir haben jetzt auch die Bundesstraße genutzt. Man kann auch andere Wege nutzen, die sicherlich graveliger sind. Aber bei den Kilometern, die wir abpumpen, ist uns Teer bei der Auffahrt mega lieb. Und so waren wir jetzt zwischen Autofahrern und Motorrädern unterwegs, aber es waren nicht allzu viele, also ertragbar. Und jetzt schaut euch mal die Aussicht an. Basti, du bist der König von Hessen. Wasser lassen auf der Wasserkuppe. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ich schaff's. Auf geht's nach Bischofsheim über Gravel. Hierzu noch sagen, traumhaft, wir haben einfach wieder richtig schönes Sonnenuntergangswetter und rollen jetzt rein in die Rhön nach Bischofsheim. Wir fliegen! Es wurde wieder geshoppt für die Nacht. So muss das sein. Wir kleinen Selbstverpfleger hier. Herr Basti hat passend zum Bike die Gurke vorne geladen. Rollen wir ab zu unserer heutigen Nacht. Herr Brutzer. Angekommen. In der Unterkunft. Schlafplatz Nummer 4. Ein kleiner nice, Garten. Wie das läuft, ne? Bei OneTent, ne? Ja, man telefoniert. Dann jetzt in dem Fall haben wir die Route bekommen. Jetzt sind wir hier. Sind uns nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt eins ist oder eins von den anderen, aber ist jetzt egal, das schaffen wir jetzt. Und wir haben sogar eine Feuerschale und ja, super cool. Sachen entpacken, alles aufbauen. Wir hätten auch das, die Option, hier unter die Laube zu gehen. Ich glaube, das ist fast das Gusto, ne? Ich glaube auch. Ja, stark. Mega. Auf geht's. Essen ist bereitet. Vollkornnudeln, wieder mit Tomatensauce. Heute aber mit großer Abwechslung Lagerfeuer zum Füße wärmen. Morgen Nummer 5. Ist noch ein Topf da. Wie war die Nacht? Gut soweit. Du musst das genießen. Kann was, oder?
Das ist richtig gut. Und mit diesen tollen Bildern heute Morgen heißen wir euch willkommen aus Bischofsheim in der Rhön. Wir starten jetzt hier auf bayerischem Boden, enden auf bayerischem Boden. Wir sind im 6. Bundesland angekommen, in Bayern, auf unserer Tour. Und wir werden heute nach Würzburg fahren. Da kommen wir auch noch an ein paar spannenden Städten vorbei. Das zeigen wir euch in diesem Video. Herr Burzer, geben Sie uns mal kurz die Key-Fakten zum heutigen Tag. Key-Fakten zum heutigen Tag. Bischofsheim, Würzburg ist die Distanz. 97 Kilometer in der Länge und 970 Höhenmeter. Müssen wir runtertrampeln. Das ist es. Ja, das ist doch, hört sich doch ganz entspannt an. Das ist für uns jetzt eigentlich eine kleine Sonntagsausfahrt, nachdem die letzten Tage immer hoch dreistellig waren. Mal. Der Frühling ist da. Très bien. Muy bien. Choc fusel. Bad Bocklet. War ich auch noch nicht. Ich dachte nicht. Ich denke gerade, was ist denn jetzt los? Irgendwie muss man die ganzen Kilometer noch auf die Uhr bekommen. Kilometer 30 am heutigen Tag. Wir fahren entlang des Saaletals, weiterhin im Biosphärenreservat Rhön. Uns gefällt es sehr, sehr gut, um nicht zu sagen, die Rhön ist schön. Super, Vorspiel, herzlichen Glückwunsch. Ja, unterstreiche ich so. Willkommen in Bad Kissing. Sehr, sehr schön hier. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Jetzt gibt es erstmal Futter am Pizza Express. Sehr gut bewertet hier in Bad Kissing. Bikes wurden abgestellt und unser übliches Getränk aktuell. Bisschen Zucker, ne? Mezzo Mix. Ja, perfekt. Hier sind wir jetzt langsam raus aus der Rhön und heute ist tatsächlich eher Asphalt angesagt. Wenn ihr diese Tour nachfahrt, könnt ihr hier nochmal schauen, ob es den einen oder anderen Wald- und Schotterweg gibt, an dem ihr abkürzen oder anders fahren könnt. Wir mögen aber gerade die Kilometer, freuen uns, dass es nicht so ganz so schwer fällt. Wir fahren jetzt gleich an Schweinfurt vorbei, damit wir heute Abend dann lecker in Würzburg essen können. Um. 66 Kilometer auf der Uhr. Es ist Zeit für Käffchen und Gelato, wobei Basti glaube ich nicht so sehr Eis mag. Aber einen Keks gibt's, Basti. Sehr, sehr gut. Meister, wird das noch was bis nach München? Weiß ich noch nicht. Die Bikes sind noch fit, aber wir. Ich mach mir Sorgen. Wir haben wieder eine Oase entdeckt. Knopf drücken.
das Bundesstraßengeballer heute, das ist nicht so ganz so schön. Deswegen bringen wir beide jetzt erstmal ein Opfer im Opferbaum. Oh, sind wir schnell! 28, ja. Kann man machen, ne? Wenn sich der Tag zieht und die Strecke nicht enden will, singt Marius ganz gerne. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Rosi hat sein Telefon. Ja! Schalalalala. And I think it's gonna be a long, long time. Wir sind in Würzburg angekommen. Und auch hier beschert uns das Wetter gerade, ja, mit purem Sonnenschein am Abend. Wir schauen jetzt mal, dass wir an den Fluss und auch an die Residenz kommen, um euch mal ein paar schöne Stadtbilder hier aus Würzburg zu zeigen. 97 Kilometer auf der Uhr, der Main vor uns, Residenz Würzburg. Sieht fein aus. Krasser Sprung von gestern Abend in Würzburg, jetzt hinein in einen neuen Tag. Ihr habt gesehen, wir sind in dieser tollen Stadt angekommen, inmitten der Weinberge und wo auch die Festung oben thront. Es war krass für uns, ehrlich gesagt, nach dem langen Tag dann in so eine vollgepackte Metropole reinzukommen, wo viele Menschen unterwegs waren, wo so eine Demonstration stattgefunden hat. Jetzt sind wir gerade froh, wieder hier auf Radwegen unterwegs zu sein. Auch bei dieser Nacht können wir euch leider nicht zeigen, wo wir genau draußen geschlafen haben. Wir waren auf jeden Fall mit einer guten Nacht versehen. Die Temperaturen waren auch wieder völlig in Ordnung. Und jetzt starten wir rein in Tag Nummer 6. Und der geht über Rothenburg ob der Tauber. Eine ganz besondere Altstadt. Da werden wir jetzt mal hinradeln. Und es stehen 133 Kilometer auf der Uhr. Basti, was sagst du? Sind die Beine so weit in Ordnung? Weit okay. Ich glaube, ich trampe noch ein bisschen unruhig und habe mittlerweile so unter der Kniescheibe doch auch ein bisschen Schmerzen. Aber immerhin spielt das Wetter ja mit, ne? Schmerzen sind Schwäche, die den Körper verlässt. Ah. Das wird schon irgendwann wieder besser. Ja, auch, passt schon. Die ersten Meter unseres Tages finden übrigens auf dem Main-Radweg statt. Ein angenehmer Flussradweg, sehr, sehr schön mit dem Fluss nebendran. Das genießen wir gerade. Gute Luft und schöne Aussicht aufs Wasser. Und ein Vino zwischendurch. Von Moin über Hallo bis Servus. Wir sind jetzt gerade in Bayern angekommen. Das erste Servus ist gerade eben gefallen. Herr Burzer, wie fühlt es sich an? Was sind die Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden und der Mitte Deutschlands? Begrüßungen, Häuser und Hügel. Und Nettigkeit. Und Nettigkeit, oh ja, stimmt. Stimmt. Aber man muss leider sagen, die Menschen im Norden, die waren... haben häufiger gegrüßt und waren irgendwie tendenziell freundlicher an den Bäckereien als das bisher hier im Süden. Wieder die ersten 30 Kilometer auf der Uhr. Zeit für eine kleine Pause hier an einem kleinen alten Bahnhof, der von der Gaubahn war, und über die ganze Gaubahnstrecke sind wir jetzt 13 Kilometer hierher gefahren. Super angenehm am Morgen. Jetzt erstmal was snacken.
festgerechtes Feld runter, ich sehe das schon. Super. Willkommen in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. Mal schauen, ob wir hier was zu essen finden. Schön ist es. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wahnsinnig schöne Altstadt, auch viele, die sich das Ganze anschauen. Man kann die Stadtmauern entlang gehen, das haben wir heute nicht gemacht, weil wir die Gravelbikes nicht alleine lassen wollten. Aber da seht ihr nochmal einen Ausschnitt der Stadtmauer. Und es ist einfach traumhaft, sich das Ganze mal anzuschauen. Auch besonders sind diese Gässchen hier, leben ja tatsächlich auch Menschen. Say what? Also, wenn man dann mal ein bisschen abseits der Hauptstraßen kommt, sieht man auch, dass hier ja, Autos geparkt, Menschen ganz klassisch hier in Rothenburg in der Altstadt leben. Tschüss Rothenburg, weiter geht's. Direkt nach Rothenburg sind wir jetzt hier wieder in der Natur angekommen. Ein schöner kleiner See, wo viele Angler heute angeln sind und entspannen. Und wir beide kämpfen uns jetzt hier mit Höhenmetern die nächsten Berge hinauf. Rothenburg liegt da drüben, Nähe der Windräder. Haben wir jetzt rechts von uns gelassen und jetzt geht es weiter Richtung Süden, Richtung München raus, Richtung Ansbach. In der Nähe von Ansbach werden wir jetzt noch eine Nacht bivakieren, um dann morgen die letzte Etappe anzutreten. Killefit. Es ist Zeit für die nächste Kaffeepause und wir sind hier in einer für uns noch jetzt unbekannten Stadt. Irgendwas mit Heer, aber zählt jetzt auch nicht. Traktoren fahren her, die Leute sitzen am Marktplatz, es wird ein bisschen Eis gegessen, es wird ein Kaffee getrunken. Wir haben jetzt 108 Kilometer für heute wieder auf der Uhr. Der April ist wechselhaft, haben sie gesagt. Im April wird es kalt, haben sie gesagt. Im April Sonnencreme mitnehmen ist Quatsch, haben sie gesagt. Sehr anders. Gasthof zum Goldenen Engel. Eigentlich will der Basti nur zum Goldenen M. Hundertzwanzig Kilometer auf der Uhr. Knallhart, die Oberschenkel brennen. Bastis Knie tut ordentlich weh. Hinten raus wird dieser Deutschlandcross eine ganz schön harte und zähe Nummer. Aber wenigstens spielt das Wetter gut mit. Basti geschafft. Tagesetappe Nummer 6, Mann. Wieder 140 Kilometer. Bestes Panorama. Wir sind beide total geschafft, aber wir haben es geschafft. Jetzt wird das Camp aufgeschlagen. Das zeigen wir euch jetzt. Das letzte Camp, die letzte Nacht draußen. 6 Nächte in Folge.
Und dann morgen wieder ab in der Wohnung. Bist du bereit? Hey, duschen. Das wird gut. Oh, Basti, wir werden angegriffen. Die größte Gefahr des Deutschlandcrosses. Die Gänse. Hier ist unser letzter, finaler Ort zum Campen. Super schöne Wiese. Jetzt haben wir uns noch ein Bier besorgt. Jetzt wurde uns noch hier ein Bier zugesteckt. Jetzt nach den Tagen haben wir das richtig raus mit dem Tarp. Wir lassen jetzt immer eine Seite offen, damit hier ein bisschen Durchzug kommen kann. Dann ist nicht so viel Feuchtigkeit drin. Dann bauen wir mal links, rechts auf hier die Schutzplane. So ein bisschen als Mittelgang. Und das Ding ist ja riesig, also super cool, ey. Dann geht's jetzt auf ins Futtern. Ein letztes Mal mit unserem Messer schnibbeln. Essbesteck essen. Wasser in den Tranja-Kocher packen. Basti macht noch die letzten Fotos. Das Ganze hier läuft schon wieder. Und dann stoßen wir an. Gleich. Jetzt haben wir gerade noch zwei Eier von den Hühnern des Bauernhofs bekommen. Also mehr Bio geht nicht. Wahnsinn. Wir müssen halt, wie gesagt, nur aufpassen, Basti, dass die Gänse uns heute Nacht nicht angreifen. Du darfst die Tiere nicht deiner Angst spüren lassen. Also, wenn die dich angreifen, wenn ich angreife, musst du einfach voll drauf los und dann hauen die ab. Dann hauen die ab, ja. Oh, Scheiße. Ich habe eben meine Angst spüren lassen, ich alter Städter. Obwohl ich ja eigentlich vom Land komme, aber die hat mich so angegriffen, da habe ich fast das Limited auf die geschmissen. Es ist angerichtet, ihr seht es kaum noch. Bastian, guten Appetit und Leute, bis morgen, letzter Tag der Tour. Guten Morgen, Basti. Moin. Letzter Morgen im Tarp. Oh, es war wieder eine gute Nacht. Es hat nicht gewindet. Während der Hahn noch kräht, schälen wir uns jetzt gleich hier aus unseren Biwaksäcken heraus, satteln unsere Bikes auf für den letzten Tag unseres Abenteuers durch Deutschland. Perfekt. Mal gucken, wann wir heute in München ankommen und wie dort das Wetter sein wird. Jetzt erstmal zusammenpacken, ein bisschen was frühstücken und auf die letzten Kilometer. Wir rollen wieder, die Glocken am Sonntagmorgen läuten, 8:45. Raus geht's auf die letzte Tagesetappe mit 140 Kilometern mit dem Ziel Olympiaberg in München. Super gespannt. Was wir noch nicht drin haben, ist den Sprit für heute Morgen, nämlich Kaffee. Wir fahren zwar nach Oettingen, aber da gibt's heute keinen Oettinger für uns. Eigentlich fatal, weil das war ein Getränk unserer Jugend. Nicht von meiner. Die haben alle zu. Es scheint so, als würden wir echt keinen Kaffee bekommen, weil die sonntags hier in Oettingen in Bayern die Bäckereien nicht aufmachen. Ja, was hier, das ist natürlich schon ein Hammer, ne? Jetzt haben wir gefragt, die Bäckerei am Schloss hat auf. Menschen fragen ist dann doch immer das bessere Google. Das Frühstück in Oettingen ist bereitet. Herr Brutzer, wie ist der Stand? Tag 7 der Tour. Soweit solide. Knie schmerzt allerdings ordentlich, deswegen wird es heute echt nochmal tough für mich. Eine harte Nummer. Ja. Das Beste, was man machen kann, ist das hier mit einem guten Blick betäuben und 15 Oettinger drauf. Heroldingen. Thank you.
während wir heute Morgen die ganze Zeit an der Wörnitz vorbeigekommen sind, haben wir jetzt über die Donau hier in Donauwörth, eine der wichtigsten und längsten Flüsse Europas, die Donau, die wir gerade überquert haben. Wir müssen uns jetzt weiter Richtung München halten. Übrigens, der Radweg, den wir gerade fahren, ist auch die Via Claudia Augusta. Und dieser Weg der alten Römer führt über die Alpen. Das heißt, für einen ganz entspannten Alpencross kann man sogar hier in Donauwörth starten und dann über die Alpen mit der Via Claudia Augusta. Den fahren wir jetzt auch noch ein Stück Richtung München raus. Hier wird gerade nicht mehr viel geredet, hier wird nur noch getrampelt. Bastis Knie schmerzt. Ich glaube, für uns beide ist jetzt gerade so ein bisschen der Ab-nach-Hause-Home-Run-Modus angekommen. Und das machen wir jetzt auch. Ich bin so froh, wenn wir heute Abend in München ankommen und dann die Berge in der Ferne sehen. Am Olympiaberg. Die letzte Etappe. Einfach nur Tunnelblick, kann ich euch sagen. Wir haben wirklich versucht, möglichst wenige Höhenmeter reinzubauen und die Highlights waren ja schon erledigt. Das heißt, man hat diese Emotion nicht mehr, das Feuer vielleicht auch nicht mehr. Es wurden weniger Gespräche geführt zwischen Basti und mir. Wir haben uns danach gesehnt, wieder ins eigene Bett zu fallen und das Essen zu essen und zu duschen. All die Sachen, die so normal sind. Und ja, das war also genau dieser Punkt. Einfach reintreten und nach München kommen. So, die letzten Meter Richtung München. Wir haben jetzt schon wieder 100 Kilometer auf der Uhr. Es sind noch 40 zu gehen. Gerade durch ein schönes Waldstück, was auch schön schattig war. Wir sind so richtig in Bayern angekommen. Einige Bauernhäuser, kleine Burgen, große Felder. Sehr, sehr spannend. Und die Kirchen haben sich ganz stark verändert. Dann sind wir schon in München. Haben wir zum ersten Mal München auf einem Radwegschild gesehen. Es ist nicht mehr weit. Ah, das befreit die Oberschenkel. Die sind nämlich ganz schön am Brennen. Jetzt die letzten Meter. Sehr stark. Bei traumhaftem Sonnenschein und Frühlingswetter rollen wir gerade in München ein. Die letzten Meter unserer großen Reise des Deutschlandcrosses. Und gleich haben wir noch eine richtige Bergetappe vor uns, den Olympiaberg. Wie wir euch versprochen haben, vielleicht mit dem Blick auf die Alpen ganz weit in der Ferne. Und an dieser Stelle möchte ich in diesem Video auf jeden Fall schon mal Danke sagen euch. An euch fürs Einschalten und natürlich, dass ihr das Video wie auch die letzten mit euren Freunden und Bekannten teilt, Kommentare schreibt. Ich möchte Danke sagen an den Meister hier. Basti, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Basti hatte einige Zehrungen auf diesem Weg und sein Knie tut ihm jetzt gerade auch sehr weh. Ich möchte Danke sagen an Andi und das Maha-Team. Andi hat super viel vorbereitet, hat da echt viel gemacht, dass diese Route hier stattfinden konnte. Und natürlich an die Partner, das heißt an Rose Bikes, an Komoot, an Ortlieb, die die Taschen zur Verfügung gestellt haben, an Bernd Schmelzer, der geholfen hat bei der Moderation. Da sind einige Menschen involviert gewesen. Vielen Dank an euch und jetzt geht es rein in die letzte Bergetappe. Auf geht's! Jetzt sehen wir langsam, was uns blüht. Hier ist der Olympiaberg, da sind wir auch im Winter mit dem Ski an diesen steilen Hang hier hochgegangen. Und jetzt versuchen wir uns mal mit dem Fahrrad an dieser letzten Herausforderung vor dem spannenden und spektakulären Ausblick. Also mal richtig schwer, hier wird es uns nicht leicht gemacht, der Asphalt wurde ja aufgerillt. Wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen an unserem Ziel am Olympiaberg. Wir haben euch die Berge im Hintergrund versprochen. Ganz leicht sieht man drüben die Zugspitze, es ist aber heute sehr diesig. Dennoch hatten wir ultra Glück auf der gesamten Tour. Wir hatten zwei platte Reifen, wir hatten lange Strecken. Wir haben heute auch schon wieder 145 Kilometer auf der Uhr. Die Beine sind schwer, aber alles in allem war es ein sehr tolles Erlebnis, Deutschland mal von der anderen Seite kennenzulernen. Unser Heimatland
mit seinen Facetten im Norden, in der Mitte Deutschlands und hier im Süden. Wir haben 6 Bundesländer gesehen und wir haben jetzt 2 Häube verdient. Und zwar hier, ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Fahrrad hat sich gut geschlagen und das Frischeste an diesem Fahrrad sind jetzt diese 2 Bier. Basti, auf dich, auf uns. Es war eine geile Tour. Vielen Dank an euch fürs Einschalten und uns befreut es ganz besonders, wenn ihr jetzt im Shop vorbeischaut und euch ein bisschen was Gutes für eure Freunde, eure Familie, eure Bekannten gönnt. Also direkt in den Shop springen. Tschüss, Meister. Was für ein Erlebnis. Ich hoffe, dass euch diese Extended-Version gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr mehr solcher verlängerten Versionen sehen möchtet. Und jetzt sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder, was jetzt hier eingeblendet ist. Bis dahin und ciao.